Ja, dann fange ich mal an mit der Begrüßung, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montagmorgen, Vormittag. Ja, heute Morgen dezent mit Panik, erstmal noch im Jetlag von der Zeitumstellung. Ich hoffe, ihr habt sie gut überlebt. Mal dezent festgestellt, Mist, wir haben vergessen, noch eine Folge für den Montag aufzunehmen. Also reichen wir die jetzt gleich nach. Deswegen wird sie auch recht knapp und zackig. Aber ihr kriegt sie spätestens, denke ich mal, um 11:15 werdet ihr sie sehen, dürfte es dann jetzt bei euch sein. Ich spiele wie immer mit dem Thomas. Ich hoffe, der hat jetzt auch noch was zu sagen. Ja, das habe ich. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und einen wunderschönen Montag. Und ja, wie Jenny schon sagte, ja, happy Jetlag. Nicht mehr lang, ist ja nicht mehr, es soll ja nicht mehr so lang sein. Also dies Jahr noch, nächstes Jahr vielleicht noch und dann ist hoffentlich Ende. Nur dann bleibt abzuwarten, was sie uns denn kredenzen. Die Sommerzeit oder die Winterzeit. Also ich persönlich wäre für den Sommer, weil dann ist es früher hell. Da hat man mehr vom Tag quasi, so oder auch nicht. Aber man wird es sehen, weil wir können es ja im Endeffekt nicht beeinflussen, der ganze Spaß hier. Ja, genau. Ja, Jenny und ich, wir haben uns in den letzten Tagen ein bisschen was überlegt und ich kann das jetzt schon mal kundgeben. Wir haben uns gedacht, es gibt ja als mal, so wenn man so die Foren liest, gibt es ja den einen oder anderen weiblichen Teil, der hier ein bisschen spielt. Und da haben wir uns jetzt gedacht, Mensch, wie wäre denn die Idee, wir machen einfach ein kleines Match. Frauen gegen Männer. So, das bedeutet aber natürlich, dass wir das Ganze in einem Rahmen machen werden. Das heißt, es wird höchstwahrscheinlich drei geben. Drei Männer, drei Frauen und die sich dann quasi entweder auf der Matchmap oder hier oder wie auch immer sich da ein bisschen vergnügen, ein bisschen belustigen. Und da war der Server weg, beziehungsweise der TS war weg. So, please hold the line. Man muss mal gucken, was passiert. Also er baut auf. Es könnte natürlich sein, dass wir jetzt die Folge, dass ihn Jenny nur seht und nicht hört. Weil mein TS macht connected, disconnected. Verbindung fehlgeschlagen. Verbindung fehlgeschlagen. Verbindung fehlgeschlagen. So, und da ist sie wieder. Ja, mal gucken, wie lang. So, never touch a running system, sage ich da nur. Keine Ahnung, was los ist. Ich muss danach mal gucken. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt gedacht, wir werden uns das vielleicht mal so überlegen. Ihr dürft natürlich da auch aktiv mitmachen. Bedeutet, wenn ihr die Idee mal... Ich brauche noch Hilfe. Ein weibliches Wesen, das hier hilft. Genau, also wir werden natürlich auch bei Facebook Werbung machen für dieses Projekt. Und wir werden natürlich auch hier bei YouTube Werbung machen für dieses Projekt. Wenn ihr da, wenn vielleicht der ein oder andere weibliche Zuschauer noch dabei ist oder ein männlicher Zuschauer, weil jetzt habe ich zwei im Kopf, also ich und noch jemand, und dann bräuchte man quasi noch jemanden, der da mitmischt. Und dann werden wir uns mal gucken, auf welche Map wir uns das Ganze antun werden. Und nein, wir werden Fat Action und Shelly nicht fragen. Genau, weil das machen wir jetzt diesmal mal so ein bisschen wir hier intern und ohne den Daniel und ohne den Speedy, und wir werden einfach mal gucken, dass wir das mal in einem anderen Team veranstalten, weil man weiß ja, wenn man den ein oder anderen Let's Play schon geguckt hat, dass der Speedy ja ein kleiner Stratege ist. Und deswegen... Nee, du vergisst das mit Holger. Ja, das macht richtig. Ja, auch er kann das. Der hat alle Zahlen im Kopf. Ja, also wie gesagt, deswegen never zack, reining und los geht's. Ja, genau. Also ich habe jetzt erstmal genug gequasselt. Wir gucken erstmal, was wir hier noch machen müssen. Und ja, dann ist die Folge quasi noch warm produziert, wenn ihr sie anguckt. Ja, weil ich hätte da noch ein bisschen Arbeit für dich. Entweder kannst du einen Hof aufräumen oder aber, das war's eigentlich. Ja, ein bisschen Hof, weil ich glaube nicht, dass wie weit unsere Felder sind. Eins muss ich ein Stückchen kalken und dann kannst du da ansehen. Ja, und derzeit kann ich ja schon mal ein bisschen den Hof aufräumen hier. Das Chaos mal so ein bisschen, weil ich habe mich ja in der letzten Folge ich habe mich ein bisschen beschwert, weil normalerweise bin ich ja einer, der so ein bisschen Ordnung auf dem Hof gerne hat. Jetzt brauche ich einen Beulendoktor. Herr Beulendoktor ist gut. Ich habe vergessen, unser Feld zu düngen. Achso, da war auch.
So, deswegen habe ich jetzt gedacht, Mensch, jetzt machen wir, dann mache ich das jetzt einfach mal ein bisschen. Ja, du bist fürs Aufräumen zuständig, ich fürs Geld anschaffen. Apropos Geld, wie ihr seht, es fehlt in der im Vergleich zur Folge gestern, fehlt da schon wieder ein bisschen Geld. Ja, wir haben offline ein bisschen weitergemacht, nicht lang, ich glaube eine halbe Stunde, maximal eine Stunde. Einfach, dass ihr nicht monoton immer das Gleiche seht. Wir spielen zu zweit, das heißt, wir können nicht wirklich Großhelfer nutzen. Ja, deshalb haben wir ein bisschen offscreen gespielt, damit ihr das einfach ein bisschen mehr Abwechslung habt. Genau. Aber wie gesagt, nochmal zum Thema Umfrage und dieses Projekt, was wir denken, dass es gut wird. Schreibt uns doch einfach mal eure Meinung dazu. Wollt ihr das? Können wir Trecker tauschen, weil ich habe mit einem Frontanbau doch zu kämpfen. Ja, Moment. Lass mich erstmal bitte sauber machen. Ich mache eh gleich dreckig. Das macht trotzdem nichts. Gib mir. Weil der müsste auch mal in die Wartung. Nö, noch nicht. Dann stellen wir den Flug bitte auf den Hof. Mach ich. Ja, das Problem ist einfach, ich brauche noch einen neuen Joystick. Und solange ich den nicht habe, habe ich mit dem Frontladeranbau Probleme. Die heizt hier rum. Ja, meinst du, du bist besser? Ja. Das halte ich für ein Gerücht. Ja, ich nicht. Ich gehe jetzt erstmal den Kalkstreuer holen. Ja, also wie gesagt, wir denken, dass das vielleicht ganz gut werden könnte. Dementsprechend schreibt uns, da war ich vorhin eigentlich stehen geblieben, und deswegen schreibt uns doch gerne mal, was ihr von dieser Idee haltet. Gut, nicht gut. Ich meine, klar, wir können es nicht jedem recht machen, das ist auch ganz klar, das wollen wir auch gar nicht. Das ist ja immer eine subjektive Sache. Schauen wir mal. Also ich bin drauf gespannt, ich würde mich auch drauf freuen, aber... Aber man muss auch klar sagen, es ist dann ein Projekt, was nicht jeden Tag läuft. Genau, das ist... Das schaffen wir dann absolut nicht. Das ist dann wohl richtig. Das wird nicht immer stattfinden, das wird dann nur mal ab und zu kommen. Also wir werden es quasi logisch schon versuchen, ein bisschen regelmäßiger zu machen, aber das muss dann halt auch terminlich passen, ne? Bei dem einen oder anderen. Das muss man auch so sehen. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir das so eingepackt kriegen, dass wir es frauenfreundlich wieder ausgepackt kriegen. Ich bitte drum, kannst du ja mal ein Foto von machen, wie du es dann eingepackt hast, damit ich dann auch nachher weiß, wie ich es hinstellen muss. Du kannst dir das auch angucken und merken. Also ich krieg den so raus. Ich weiß nur nicht, ob du den so reinkriegst. Soll ich mal gucken, komm? Na komm, ich nehme die andere Ecke. Die ist dann freundlicher. So, lass mal das ist doch gut. Naja, ich glaube, das Einpacken lasse ich lieber. Das darf's ganz Babsi machen. Ja, klar.
Ja, ich hatte mich ja eigentlich gefreut, dass es hier so, dass die Motorsounds sich etwas besser angehört haben. Nach dem letzten Update, nach dem Patch. Aber, naja, habe ich mich wohl etwas zu früh gefreut. Weil ich finde, die klingen immer noch wie ein rostiges Moped. Aber wahrscheinlich braucht es dann noch 15 Patches, dass die, dass sich das besser anhört. So, dann gucken wir mal nach den Tierchen. Die brauchen Mischrationen, Wasser. Ja, Mischration muss ich wahrscheinlich gleich noch machen. Und Sauberkeit, ja. Haben wir den jetzt schon gekauft? Nein. Oder willst du dich mit nochmal mit Gras und Heu beschäftigen? Oder willst du es lieber, soll ich das lieber lose mischen? Wir können das auch lose mischen, aber machen muss ich trotzdem. Ja. Aber du kannst ja schon mal den Futtermischwagen kaufen. Aber bitte den Anhänger, der ist nicht ganz so teuer. Warum nicht den Mischwagen? Da müsste ich jetzt mal ankoppeln, um zu gucken, wie voll er ist. Ist ja langweilig. Ja. Er hat nur 1000er mehr Volumen und schlussendlich kostet das Vierfache. Und wenn du das lose mischst, kannst du das direkt aus dem Trichter mischen. Da brauchst du nicht jedes Mal runter wieder einsteigen und abkoppeln. Das stimmt wohl. Also da reicht dann auch der normale. Ja, hier quietscht es immer noch. Ja. So, was haben wir gesagt? Mischwagen. Hänger, Ladewagen. Förderbandtechnik. Düngen? Nee, Dünger ist es nicht. Mischstreuer. Da, Tierhaltung. Nicht diesen komischen Fresswagen da, den gelben. Moment. DE 2250 SSL. Nee, das ist der falsche. Den Silo King brauchst du. Den Silo King für 53. Richtig. Oh ja, dann. Das sind 16.000 Volumen, das passt doch. So, Silo King ist gekauft. Da müssen rein 6.000 Silage, 6.000 Heu und 4 Stroh. Ja, ob ich das so gut portioniert kriege, weiß ich jetzt allerdings auch nicht, aber wir gucken mal. So, schauen wir mal. So, Stroh 6. 4. Stroh brauchst du 4000. Ja, jetzt habe ich 4,3 drin. Ist egal, das macht. So. Stroh, Heu. Heu 6. Ja, dann muss ich auf jeden Fall noch Bis auf 10.000 musst du Heu auffüllen. Ja, jetzt. Ich habe aber nur 6.400. Heu? Ja. Ich könnte es aber auch aus einer Ballenpresse. Nee, da ist nichts drin. Ja Gott, dann nimmst du die 6.000 für den Rest mit Silage auf, musst du aufpassen. So. Silage habe ich keine. Zumindest da nicht. Das heißt dann wohl, wir müssen uns wohl eine Wiese zulegen und oder noch Missionen machen, wo wir Heu kriegen. Kann das sein? Schwein.
keine Futter. So, das ist der Zeitpunkt, wo ich das Lied weiterspiele. So. Steht doch Silage, stand ich doch Tomaten. Steige ich da schon mal richtig? Mein Gott. Findest du es wieder nicht? Aber dann gucken wir mal kurz rüber, was er so treibt. Und damit machen wir dann auch schon wieder Schluss für jetzt. Aktuell. Wir müssen heute noch ein paar Folgen mehr aufnehmen für euch die Woche. Weil wir haben die Woche sonst keine Zeit mehr. Deswegen gucken wir mal ganz schnell, was der Thomas treibt. Und stellen ihm noch was hin, dass er noch was zum Aufbauen hat. Und dann kann er sich überlegen, ob er noch eine Wiese machen möchte oder eine Mission. Ich muss ja mal die Mischration verscheuern. Also wenn, dann wäre ich eher Richtung Wiese. Kaufen? Und dann noch eine Wiese, ja klar. Hat es denn jetzt geklappt mit dem Futtermischen? Das siehst du doch. Er sollte zumindest in der Übersicht sich was tun. Kannst du mal stehen bleiben? Was? So, dann gucken wir doch mal. So, meine Lieben. 17 Minuten. Ich muss ja noch hochladen. Ich wünsche euch was. Genau. Viel Spaß noch. Viel Spaß beim Gucken, Liken und natürlich nicht die Umfrage vergessen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dann und tschüss.